Zweites Spiel in der Youth League Gruppenphase der BVB nach der Auftaktniederlage in Kopenhagen zu Gast bei Man City. Das wiederum mit einem 5:1 gegen Sevilla richtig stark begann. Der BVB aber von Beginn weg mindestens gleich stark unterwegs. Die 19. Spielminute, hier der Abschluss von Prince Anning, aber gut reagiert von Mickey van Sass im Tor der Citizens. Es entwickelte sich insgesamt eine temporeiche und durchaus attraktive Partie. Die 33. Minute, Man City mit diesem weiten Ball raus auf Carlos Borges, der legt ab, und Nico O'Reilly mit dem Führungstreffer. Borges hatte gegen Sevilla dreimal getroffen, hier hatte sich Simic leider etwas verschätzt. Stark vorgelegt für Marian Kirsch im Tor, nichts zu machen. Wir gehen rein in den zweiten Durchgang, die 72. Minute. Vasco Valls und dann der Ausgleich. Mehr als verdient zu diesem Zeitpunkt das 1:1 und dann auch absolut sehenswert, wie Valls den verwandeln konnte. Und kurz drauf wurde es noch besser. Rijkhoff gelegt von Finlay Burns. Es gibt den Elfmeter. Der Gefaulte tritt selbst an. Julian Rijkhoff verwandelt. 2:1. Partie gedreht. Trocken der Abschluss von Rijkhoff gegen Van Sass. Aber in der 89. Minute dann diese Aktion. Prince Anning legt seinen Gegenspieler in Dala. Und Bob verwandelt zum 2:2. Für Kirsch nichts zu machen. Wir sind dann in der Nachspielzeit. Nochmal Man City, Carlos Borges und Ndala mit dem 3:2. Elfmeter rausgeholt, selbst getroffen, und das, obwohl er erst in der 79. eingewechselt wurde. Da war leider für Kirsch, der zunächst noch so stark reagierte, nichts zu machen. Es blieb beim 3:2. City also mit 2 Auftaktsiegen und der BVB trotz 0 Punkten heute mit einer richtig starken Leistung.